Eins. Halli, hallo, hallöchen, Freunde, und willkommen zurück bei einem neuen, ja, Let's Grusel. Let's Grusel. Ihr seht schon, diese verrückten, gefährlichen Farben, dieser Regenbogen auf Horror, Death, Doom, Black Metal und das gefährliche Pony in Lila. Das Spiel heißt Luna Game Zero. Laufen steht da mit... Achso, du musst erstmal Space Start to Interact. Achso, ich muss Interact, ne? Und die Maus brauchst du gar nicht. Achso, gut. Du nimmst das hier. Genau. Ach, mit den Pfeiltasten. Ja, um euch das Spiel zu erklären. Du läufst mit den Pfeiltasten, spring, drückst du zum Tor und wenn du schneller sein willst, drückst du einfach Shift. Aha, okay. Genau. Ja, und das ist ein nette Creep. Oh, lies mal vor. Hello, sister. It's your first day back in the... Fickt! What friendship is like? Yo. Nochmal. Go on! Make some friends! Okay. Jetzt mach dir ein paar Freunde. Oh, ist das nicht süß? Da, 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 da. Ja, Palme. Oh, schon. Palme ist ein ganz geheimer Brony unter uns. Na, tötest du mich? Nee, gut. Oh, halt. Reden, ja. Space. Hey there, princess, I'm sorry, I can't really talk right now. I'm looking for my boobs, books. Halt's mal. Oh, hast Quest, hast deine erste Quest. Ich hab meinen ersten Quest gemacht? Ja, bekommen. Ich oh, geil. Diese Mucke ist Porn, oder? Ja, und wir haben uns entschieden für dieses Spiel, komm, wir hatten dieser Stil. Oh, hello, princess, I'm terribly sorry, but I simply do not have the time to chat. I need to have a set of wonderful dresses by tomorrow, but I can't seem to find any emeralds. Okay, was soll ich sagen? Ich dachte mir so, oh, guck mal, das Buch, das ist das Buch. Ich sehe, wo ist das Buch? Ein Hinweis, ein Hinweis. Oh, oh, er hat das, oh, scheiße, ich wollte immer auf die Wolken. Du musst dir das Buch erstmal zurückgeben, kannst danach auf die Wolken gehen. Ah. Oh, yeah. Du bist jetzt, kannst die Pferde durchgehen. Das ist ja geil. Pferdeflüsterer. Oh, nee, nie das. Okay. Komm her, du besoffenes Ding. Oh, you found one of my books. Do you think you could help gather the other ones? Jetzt hast du Jump'n'Run Action, du, von 50. Warte, oh Gott, 50! Ich sterbe. So, das ist ja härter. Komm ich da hoch? Komm ich da hoch? Ja. Du kannst ein Schiff doch rennen und dann kommst du ein bisschen weiter. Ach, da komm ich noch ein bisschen. Ja. Genau, wow. Das ist wie bei Mario, bloß das hast du irgendwie nie beachtet. Ich hab's beachtet. Achso. Ich hab's nur nicht so professionell ausgeführt. So, im Hintergrund hier für die Brownies, das ist irgendein Remix. Das hat zum, von der Serie, das hatte nur dieser Typ gesagt, von dem ich das mir angeschaut hatte. Hey, die ist cool, die Mucke. Ich bin ein Brony im Palme. Ich bin ein Brony! Oh, nee, oh, pass auf. Vorsichtig. Ja, ja. Du musst dann den Innenweg eh nochmal komplett gehen, aber egal. Da, 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 da. Ich kann dir nicht zuhören, ich muss jetzt gerade mal die wunderschöne Musik genießen. Die wunderschöne Musik. Oh, jetzt brauche ich direkt auf allen meinen Geräten. Und noch. Ich glaube, letztendlich versteht er mich kaum und der tut nur so, als wenn er... Ah, ich verstehe dich kaum. Ich habe nämlich keinen Kopfhörer und herzlich welche genommen, aber ihr seht schon wieder. Jump'n'Run-Künste vom Feinsten, er zeigt sich wieder vom Besten und er läuft an und er springt. Natürlich hat er nicht Shift gedrückt, wo ach, scheiße, stimmt, nicht, ja, er springen konnte. Aber diesen Tipp muss man ihm natürlich nicht geben. Jetzt wird spannend. Er hüpft von Stein zu Stein. Und jetzt? Das Gruselige ist ja eigentlich, dass das Ding bewachsen ist rundherum und in der Mitte ist nur Erde. Das ist eigentlich ganz schön merkwürdig, diese Blöcke, wenn ich so drüber nachdenke. Das ist sehr, sehr komisch. Jetzt sind wir in einem Zwischenstand von 25 Hälfte haben wir. Ja, aber... Oh. Mister, ich wachse... Seit wann wächst Erde überhaupt so in die Luft? Das ist wie bei Minecraft, da kannst du auch einen Stein in die Luft... Nein, oh, du Hurin, so... Oh, nee. Das ist in Ordnung, du musst... Gehen wir nochmal rechts. Wow, es bringt mir so viel. Geh nach links. Danke, super Tipp, danke. Bester Tipp aller Zeiten. Bitte. Hier kriegst du noch ein paar Bücher. Die hättest du sonst nicht gekriegt, ja. Ich hab darauf spekuliert, dass du nochmal runterfällst. Ich hoffe, du fliegst es nicht nach unten. Wow, vier Bücher. Jetzt musst du weiter nach rechts. Rechts. Nach rechts, naja, natürlich, nach rechts. Jetzt musst du nach rechts gehen. Fick dich. Du musst nach links, du kommst da nicht hoch. Hä? Du musst dann wieder nach links und von Anfang. Toll, danke. Aber dafür hast du diese wunderschöne Musik und ich denke, dafür kann man ja, die könnte ich den ganzen Tag hören. So, das wird jetzt auch so ein Langzeit-Let's Play, so mit 99 Parts. Nein! Boah, ich musste dich konzentrieren. Noch. Nicht, weil das Spiel extrem lang ist, sondern weil man hier so oft runterfallen kann. Mit naja, wie gesagt, ich bin ja der Jump'n'Run-König. Ja, auf jeden Fall. Von hinten. Und noch. Oder in der Hierarchie von unten. Guck mal, wie ich das kann. Oh, der war knapp, Alter. Die Mucke ist schon gleich vorbei, das erste Mal. Aber... Alter, das ist was...
Scheiß auf SCP, das hat viel mehr Schockeffekte hier. Keine Mucke mehr. Oh, jetzt oh Alter! Die Mucke, ja, die Mucke. High Quality Audio, Alter. Der Mucke Reset Sound ist der härteste im ganzen Spiel. Pass auf. Ich war dabei. Okay. Alter, ich muss, Alter, hör auf zu springen. Nein! Oh, jetzt shiften. Pony out of control. Pony! Es tötet dich in deinem Schlaf. Ja, das tut es. Na, na, na. Mal gucken, ob es jetzt wieder gleich runterfällt. Oh, da oben gehen die Bücher weiter. Das muss ja, dann bin ich also dann fast. Oh, Alter, ich habe keine Lust. Oh, jetzt kommt der Golden. Oh, fuck my life. Into pieces. Shift my life into... Hier kann ich... Alter. Oh. Das wird dann noch richtig schwer. Wie viel haben wir? Du musst mir mal einen Überblick geben. Ich muss 37. Ah, okay. Und 38. Oh, Alter, jetzt, das war knapp. Das ist spannend gemacht. Lecker Bops. 39. Okay. Lecker Poops. Oh. Du kannst auch in der Luft shiften, was total unlogisch ist, dann bist du ganz so schnell geworden. Aha. Ja, dann flattern deine Flügel schneller. Ich hab nämlich als Pferd auch immer Flügel. Das ist ein... Mach mal ein Ponyflügel. Egal, das ist ja... Das ist ein Einhorn. Guck mal, das sind Hörner. Einhorn? Ach so. Ein Einhörn, das hat Hörner. Ein Einhörn. Einhörn. Junge! Ein Einhörner. Macht mich Einhörn. 47. Alter, ich hab's doch auf 3 noch. 48. Okay. 49. Jetzt musst du springen mit Shift. Ich hab irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Jetzt musst du darüber springen. Noch mit Shift. What? Dem Kopf ist davon ausgegangen. Alter, was geht denn ab? Ich hab grad, das hörte sich an wie bei... Oh, du fällst. Oh. What happened? What happened? Bestes Englisch ever. Oh. Cool, ich bin schön. Ist geil auch so. Dum, dum, dum. Weiter geht's. Einfach gerade. Nein, du musst nach rechts. Ja, na klar. Siehst du? Oh. Jetzt musst du ihr ihre 50 Bücher geben. Aha. Das wird natürlich alles reibungslos ab. Hi! Thank you so much for helping me. Pinkie Pie was just looking for you. You should probably go and fuck. See her, wahrscheinlich. Genau, ja, du musst jetzt Pinkie Pie suchen. Pinkie Pie, Pinkie Pie. Oh, ist das eine wunderschöne... Atmosphäre. I believe Pinkie Pie was looking for you. You should... Ja, schön. Jetzt kannst du nur nach oben gehen. Und ja, die, da sind noch ganz viele andere Ponys, die du dir jetzt angucken kannst. Echt? So viele Brownies in dieser wunderbaren... Links oben kannst du auch noch. Ne? Da ist was? Rainbow Dash? Rainbow Dash? Oh! So Rainbow Dash. Das ist mein Lieblingspony. Ja, Rainbow Dash! I think... Dieser geile Wow, diese abwechslungsreichen Dialoge. Die sagen jetzt alle das Gleiche. Aber da kommt noch 5 Ponys. Du kannst dich auch gleich... Ach nee, geh einfach nach rechts. Base Jump! Oh, Fluttershy! It's so hype! Dann gehen die hoch, du. Ihr wundert euch vielleicht, warum die Bildqualität jetzt nicht so gut ist. Ich hatte einen Grund, warum ich ein anderes Aufnahmeprogramm nehmen musste. Aber das seht ihr dann vielleicht am Ende. Deswegen, Fraps hat dann nicht ganz funktioniert. Okay. Nach links musst du jetzt. Ja, ja. Du, unter den Wolken kann man nämlich auch lang gehen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die? Keine Ahnung. Da ist Pinkie Pie. It was looking for you! Ach, das hier ist er, ne? Ja. Oh, hey Princess, I was thinking about throwing in our party for you. You can... Schön, dass du mich auslesen lässt. Weil das lese ich, wenn jetzt hier noch was kommt. Liebe Screamers Cake, das sollst du lesen. Ich meine, das wollte ich lesen. What the f... Okay, jetzt musst du wieder lesen. Kill her! Nein, das da. It's going to be so much fun! Kill her now! Da hat jemand seine Tage. Princess, I am feeling okay. Sagst du gleich, ich sag's gleich mal. Oh! Dein Blick dazu war der schönste. But why? Beatbox. Ups. Oh. Oh da. Mich am Arsch. Ich hab mir nur... Alter, du bist so ein dreckiger Spast, Alter. Du bist so ein Spast. Oh. Damit haben sie wohl nicht gerechnet. Ich dachte gerade, jetzt wird einfach nur noch irgendwie alle, jedes einzelne Pony abgeschlachtet. Besonders jetzt Bild ist weg. Das Spiel ist vorbei. Ich flieg gleich vom Stuhl. Alter, kommt da. Oh, nicht mein Stuhl kaputt. Töte mich jetzt. So, und das Spiel kann man auch nur einmal spielen, nämlich wenn man das dann neu startet, passiert das. Ah! Das hast du schon gesehen. Nein. Doch.
Ach, stimmt. The past cannot be changed. Wow. Tiefgründig. Schöne Ausrede für einen Programmierfehler. So, also damit verabschieden wir uns fürs Erste von Lunar Game. Alter, meine Rache wird kommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, Palmer. Gut, denkt immer dran, kriegt euch geile Lümmel. Haut rein, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.